Sunday Morning, dein Abenteuer mit Gott. Herzlich willkommen alle hier am Fernseher, am Livestream, Kabel TV und wo ihr überall seid. Nochmal die Erklärung, warum wir heute so lustig ausschauen für alle Franzosen, die unter uns sind und für alle Norddeutschen. Nein, so gehen wir nicht die ganze Zeit durchs Leben. Aber heute ist Robertikirtag. Das ist sowas ähnliches wie Oktoberfest für Salzburg. Und wir gedenken dem heiligen Robertus, einem coolen Typ. Bernhard hat schon gesagt, er hat eine Mission Base gegründet vor ein paar hundert Jahren und hat halb Europa von dort gerockt. Das ist letztlich auch, was unsere große Vision ist, was unser großes Ziel ist. Heute heißt das Sunday Morning, wahre Größe, we love to serve you. Vielleicht kennt ihr ProSieben oder RTL, die sagen, we love to entertain you. Das ist so ähnlich. Wir gehen aber einen Schritt weiter und wir sagen, we love to serve you. Vielleicht erinnert sich einer an ein österreichisches Stück Luftfahrgeschichte. Niki Lauda, ein ganz berühmter Autorennfahrer, hat vor vielen Jahren eine Fluglinie gegründet. Die hat damals Lauda Air geheißen und seine Baseline, sein Slogan damals war We love to serve you. Es heißt heute We love to serve you 2. Warum? Wir haben schon einen Teil gemacht und zwar den Sunday Morning 31, wenn du den nachhören willst. Und da ist darum gegangen, wie du durch Dienen aus deinem eigenen Gefängnis rauskommen kannst. Das Thema war, du bist vielleicht eingesperrt, du kreist dich die ganze Zeit um dich selber, du suchst deinen Horizont zu erweitern, du möchtest mehr vom Leben haben und wie du über Dienen hinauskommst aus deiner eigenen kleinen Welt, aus deinem eigenen Gefängnis, das kannst du nachhören auf YouTube, Sunday Morning Salzburg, das ist der Sunday Morning 31. Die Kernaussage ist, du dienst immer irgendwem oder irgendetwas. Und irgendwer oder irgendetwas dient immer dir und manchmal merkst du das gar nicht. Das ist die Kernaussage, du dienst immer irgendwem und du dienst immer irgendetwas. Es gibt ein heutiges Evangelium. Evangelium nennen wir die Lesungen, die wir immer haben, jeden Sonntag. Es gibt eine Leseordnung. Schaust du mal bitte, warum das nicht geht. Zweite Folie. Da ist sie schon. Die Lesung heute aus dem Matthäus-Evangelium, folgende Situation ist, Jesus geht mit seinen Jüngern spazieren, sie gehen von einem Ort zum anderen, sie wandern, sie reisen und dann sagt Jesus zu ihnen, worüber habt ihr unterwegs gesprochen? Und alle Jünger schweigen. Warum schweigen sie? Weil sie ein schlechtes Gewissen haben. Sie haben nämlich darüber gesprochen, während sie unterwegs waren, wer denn von ihnen der Größte sei. Und vielleicht sprichst du auch manchmal, wahrscheinlich nicht so gern mit anderen Menschen, aber vielleicht mit dir selber, sprichst du vielleicht manchmal, wie groß du vielleicht bist oder was du nicht alles kannst. Ja? Da setzt er sich, rief die 12 zu sich und sagte zu ihnen, wer der Erste sein will, soll der Letzte von allen sein und soll der Diener aller sein. Da setzt er sich und sagt zu ihnen, wer der Erste, wer der Größte sein will, wer der sein will, zu dem lässt sich alle aufschauen, wer der sein will, wo man sagt, wow, that's the man, wer der Erste sein will, der soll der Letzte von allen sein und der Diener von allen sein. Wir haben manchmal ein bisschen seltsame Vorstellungen, was Diener heißt oder was wir unter Diener verstehen. Wenn du reinschaust in die Definition, was Dienen eigentlich heißt, da gibt es jede Menge Beschreibungen. Zum Beispiel eine heißt, sich einer Sache oder einer Person freiwillig unterordnen und für sie wirken. Für jemanden oder für etwas eintreten. Willst du ein Diener sein? Willst du freiwillig dich unterordnen und für jemand wirken und für jemand eintreten? Willst du nützlich und vorteilhaft sein? Wirst du für etwas bestimmt sein? Dann bist du ein Diener. Willst du jemand behilflich sein und jemandem helfen? Dann bist du ein Diener. Willst du gebraucht und verwendet werden im besten Sinne des Wortes? Dann bist du ein Diener. Du dienst immer irgendjemandem oder irgendetwas. Salzburg ist ja die Stadt der Festspiele und es gibt jedes Jahr den Jedermann. Und einer der allerbesten Szenen im Jedermann ist folgendes.
Da ist der Jedermann, die Geschichte ganz kurz, ein reicher Lebemann und der Tod kommt zum reichen Lebemann und sagt, Bursche, deine Zeit ist vorbei, du gehst jetzt mit mir mit. Und der Jedermann sagt, nein, ich will nicht. Und dann überlegt er sich alles Mögliche, was er nur tun kann, damit er nicht mitgehen muss. Es funktioniert nichts, er muss mitgehen mit dem Tod. Und dann sagt er, wenn ich schon mitgehen muss mit dem Tod, dann nehme ich wenigstens die Leute mit denen ich am vertrautesten bin. Und so fragt er quasi einen nach dem anderen an und sagt, du gehst mit, du gehst mit, du gehst mit. Und alle sagen, sicher nicht, sicher nicht, sicher nicht, sicher nicht. Und dann kommt ein unglaublich starker Satz, vielleicht einer der besten Sätze im ganzen Jedermann. Und zwar der Mammon. Es gibt auch den Mammon. Der Mammon ist als Person dargestellt. Was ist der Mammon? Mammon steht stellvertretend für die Ressource, für die du hast, für das Geld, für deinen Einfluss, für deine Macht, für deinen Entscheidungsspielraum, aber vorrangig für das Materielle, das du hast. Und der Mammon turnt von ihm herum und sagt, und er sagt dann jedermann zum Mammon, du Mammon, du gehst mit mir mit. Denn, und jetzt kommt die Begründung, denn mein ganzes Leben lang hast du mir gedient. Und dann kommt diese unglaubliche Szene, der Mammon lacht laut auf, lacht den Jedermann aus, zeigt mit dem Finger auf ihn und sagt, Jedermann, Bursche, nicht ich habe dir gedient, du, Jedermann, hast mir das ganze Leben lang gedient. Und natürlich geht der Mammon auch nicht mit. Und das ist schon so eine raffe Sache, gell? Wir glauben oft, Dinge dienen uns und in Wirklichkeit dienen sie uns. In Wirklichkeit bauen wir uns oft Götzen auf. Und das ist dieser Satz, ja, wenn du diesen Satz heute in die Welt hineinsagst, wo du sagst, du mein liebes Geld, du meine liebe Ressource, du meine liebe Zeit, du mein Haus, mein Auto, mein Computer, mein ich weiß nicht was. Du hast mir gedient und eines Tages steht vielleicht dein Notebook und dein Handy vor dir und sagt, ich habe dir gedient. Du hast mir gedient dein ganzes Leben lang. Das ist eine wilde Erkenntnis. Und da kannst du jetzt in dein eigenes Leben hineinschauen und kannst dir schauen, wem du dienst. Ja? Das kann übrigens auch der Thermomix sein, ja? Wo du glaubst, er dient dir, in Wirklichkeit dienst du ihm, ja? Weil du online connected bist mit der Vorwerkzentrale und ständig neue Rezepte kriegst und du alles ausnützen müsst und ich weiß nicht was alles. Ein Auto, ja? Du glaubst, ein Auto dient dir? Schau mal, geh mal am Sonntagvormittag auf eine Tankstelle und schau dir mal, was sich da abspielt. Herr und Frau Österreicher stehen dort und saugen und polieren und tun ich weiß nicht, was sie alles mit dem Auto tun. Ja, damit es wieder glänzt. Da kannst du schon die Frage stellen, wer dient wem. Schau dein Handy an, schau deinen Computer an. Schau mal Freizeitaktivitäten an, die du machst. Ja. Dienen sie dir oder dienst du ihnen? Jesus sagt in Matthäus 6, 24, und das ist eine ganz berühmte Stelle, die viele von euch wahrscheinlich kennen, niemand kann zwei Herren dienen. Weil entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder wird zu dem einen halten und den anderen verachten. Und damit sagt Gott, du kannst nicht Gott und deinem iPhone dienen. Du kannst nicht Gott und deinem Bankkonto dienen. Du kannst nicht Gott und deinen ungesunden Beziehungen dienen. Du kannst nicht Gott und deinem Sport und deinen Drang auf die Berge zu gehen dienen. Weißt du, weder dein Handy, noch dein Auto, noch deine Berge, noch dein Verein, noch dein Bankkonto ist schlecht. Die Frage ist, wer dient wem? Und wenn du das richtig einordnest in deinem Leben, alles tippitoppi. Aber nimm dich in Acht, dass du nicht beginnst, der falschen Sache zu dienen. Niemand kann zwei Herren dienen. Und entweder wird den einen hassen oder den anderen lieben. Oder wird zu den einen halten und den anderen verachten. Du kannst nicht Gott und dem Mammon dienen. Eine weitere Bibelstelle zum Dienen. Unser Gott ist ein eifersüchtiger Gott und er will nichts mehr, als dass du dich ihm freiwillig unterordnest. Die Freiwilligkeit und ein freier Wille ist Gott so vieles wert, dass es so weit gegangen ist, dass er seinen einzigen Sohn dafür gegeben hat. Lukas 4,8 antwortete Jesus, es steht geschrieben, vor dem Herrn, deinem Gott,
sollst du dich niederwerfen und nur ihm alleine dienen. Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Gott möchte nicht, dass du viele Götter neben dir hast. Was sind die Götter? Wieder alles vorher aufgezählte. Kann ein iPhone dein Gott werden? Ja, wie einfach kann ein iPhone dein Gott werden? Kann das Essen dein Gott werden? Ja, kann Alkohol dein Gott werden? Ja? Was auch immer du als falschen Gott, Klammer auf, Götze einsetzt, vieles kann dein Gott werden. Kann dein Intellekt, kann dein scharfer Verstand dein Gott werden und deine Götze werden? Selbstverständlich kann sie das werden. Und dann eine andere Bibelstelle, wo Jesus sagt, so wie ich euch gedient habe. Jesus ist gekommen, um uns zu dienen. In Matthäus 20, 28 heißt es, wie der Menschensohn nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Jesus selber ist gekommen, nicht um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen. Wie der Menschensohn nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Und in Lukas 1,74, er hat uns geschenkt, dass wir aus Feindeshand befreit, ihm furchtlos dienen. Weißt du, dienen ist so ein Riesenreich Gottesprinzip. Um eine dienende Haltung, um eine gesunde, dienende Haltung kommst du in deinem Leben nicht herum. Und dann gibt es diese hochgewaltige Geschichte, Johannes Evangelium, es geht so gegen Ende hin, es ist das letzte Abendmahl und was macht Jesus nach dem letzten Abendmahl? Das heißt, dann steht er auf, zieht sich sein schönes Gewand aus, zieht sich sein Arbeitsgewand an, wickelt sich ein Leintuch um die Hüften und dann setzt er alle seine Jünger, alle seine 12 Jünger, auch den Judas Iskariot, der ihn verraten wird später, alle setzt er in einer Reihe auf und tut das, was eigentlich die niedrigste Tätigkeit ist. Das ist die Tätigkeit von Sklaven. Weißt du, wenn du im Orient den ganzen Tag spazieren gehst mit deinen Sandalen, da sind deine Zehen ganz schön dreckig. Ja? Nichts mit Nike-Schuhe heute und Reebok und Co. Ja? Da riechen sie vielleicht, ja? Aber dafür sind sie nicht so dreckig. Damals haben sie vielleicht weniger gerochen, dafür sind die Zehen mehr dreckig gewesen. Und dann macht er das Unglaubliche. Er, Jesus selber, Gottes Sohn, kniet sich hin und wascht einem nach dem anderen die Füße. Und das Scharfe ist dann die Erklärung, die er sagt. Ja. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, dann müsst auch ihr einander die Füße waschen. That's it. Und wenn du gesund dienen willst und ein gesundes Verhältnis haben willst zu dienen, dann kannst du dich fragen, was das in deinem Leben heißt. Was heißt es konkret, in deinem Leben anderen Menschen die Füße zu waschen? Ich glaube nicht, dass Gott unbedingt meint, dass du jetzt deine Nachbarin nehmen sollst und dir die Füße wascht oder deine Sekretärin am Montag im Büro, auch wenn du das gerne würdest. Nein, nicht der Sekretärin die Füße waschen. Wenn nun auch ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, dann müsst auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit ihr auch so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Weißt du, diese Fußwaschung, das sehen wir oft so unter ein bisschen einen romantischen Blick und sagen, ja, das war wirklich ganz nett und das war wirklich eine super Geste und wir haben es verstanden, ja. Jesus macht sich echt klein vor den Leuten, super Message, alles klar, ja. No, nix. Nix. Er sagt, du Bursche und du Mädel, wo du heute da sitzt, wo du das im Radio hörst oder wo auch immer du das hörst, wo auch immer du bist, er sagt das zu dir. Er sagt, ich habe dir ein Beispiel gegeben, damit du es ebenso machst. Und deine Challenge ist es, schlicht und ergreifend rauszufinden, was heißt es für mich, die Füße zu waschen? Was heißt es für mich, das zu tun? Ja? Und geh mal weg von den Klassikern, der alten Frau über den Zebrastreifen helfen, einer anderen alten Frau das Einkaufssackerl rauftragen, das ist alles nett, gell? Gutes tun und der Caritas 10 Euro spenden, ist alles super. Ja? Aber die Frage ist vielmehr, wo wird dein Innerstes angerührt und wo möchte Gott, dass du dir deine Hände schmutzig machst und wo du beginnst, die Füße von anderen Menschen zu waschen. Und das Tolle ist, Jesus sagt ja auch, es gibt einen Lohn dafür. In Johannes 12, 26, wenn einer mir dienen will, folge er mir nach. Und wo ich bin,
dort wird auch mein Diener sein. Und wenn einer mir dient, dann wird der Vater ihm ehren. Das ist ein Reich Gottes Prinzip. Wenn du nur auf dich schaust, wenn du nur auf deinen eigenen Vorteil schaust und wenn du nicht bereit bist, einzusteigen in die Welt eines anderen und einem anderen wesentlich zu helfen, dann verletzt du ganz massiv ein Reich Gottes Prinzip. Wir haben oft so den Gedanken, ein Diener, wenn man sagt, wer ist heute ein Diener? Ja, der Diener ist der, der Staub saugt, wenn keiner das sieht. Und ein Diener ist das, der alles ganz im Verborgenen tut. Und ein Diener, der redet nicht, was er macht, weil sonst kriegt er keinen Lohn mehr dafür und so weiter. Das mag schon alles richtig sein, ja. Aber wenn du schaust, was ein Diener zur Zeit Jesu war, und wenn du schaust, wie Jesus über das Dienen spricht, dann ist das auch etwas ganz öffentlich und etwas ganz Sichtbares und etwas ganz Merkbares. Denk mal an die Hochzeit von Kana zum Beispiel. Ja? Da geht der Wein aus und dann holt Jesus sagt, die Diener soll kommen und die Diener sollen den großen Häfen dort anfüllen mit 600 Liter Wein. Ja? Und wer hat gecheckt, was abgeht? Die Diener haben gecheckt, was abgeht. Das sind die einzigen letztlich, die gewusst haben, wer Wasser zu Wein verwandelt hat. Ein Diener ist nicht immer nur im Verborgenen drinnen. Jetzt erzähle ich dir eine unglaubliche Geschichte über Dienen und die dir vielleicht helfen kann, in eine gute und gesunde Art des Dienens reinzukommen. Und zwar, wenn du einer meiner Lieblingsbücher aufmachst, das ist die Offenbarung, da kannst du übrigens eins weiterschalten, das ist die geheime Offenbarung, dann ist dir vielleicht schon mal aufgefallen, ja, dass die Offenbarung, nein, das nicht ins Vorige, dass die Offenbarung ein ganz, nein, das ist wieder weg, danke, ja, dass die Offenbarung ein ganz besonderes Buch ist. Die Offenbarung ist nämlich das einzige Buch, dass dir eine Verheißung gibt und dass einen ganz klaren Adressaten hat. Das ist dir vielleicht schon mal aufgefallen. Selig, wer die Worte der Prophetie vorliest und jene, die sie hören und das halten, was in ihr geschrieben steht, denn die Zeit ist nahe. Das ist das einzige Buch, wo Gott sagt, wenn du dieses Buch liest und je nach Übersetzung heißt da drinnen, dass fetter Segen in dein Leben reinkommt. Fetter Segen kommt nur durch das Lesen in dein Buch hinein. Und im Vers 1, und das ist der springende Punkt, sagt Gott, an wen dieses Buch geschrieben ist. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, damit er seinen Knechten zeigt, was bald geschehen muss. Und wenn du die Knechte anschaust und in den Urtext reingehst, dann steht da statt Knecht das Wort Doulos drinnen. Und Doulos ist ein fantastisches Wort. Doulos heißt Knecht, Doulos heißt Sklave, Doulos heißt Diener. Und dieses Buch ist geschrieben für die Diener Christi. Das heißt, wenn du Diener Christi bist und dieses Buch liest, die geheime Offenbarung, da kommt ein echt fetter Segen auf dein Leben hinunter. Und ein altes Prinzip der Bibelauslegung ist, dass man immer schaut, wo findet sich denn dieses Wort noch und wo ist denn eigentlich beschrieben, was so ein Doulos ist. Und die Beschreibung dazu findest du im letzten Buch Mose im Kapitel 15. Und da geht es um Folgendes. Da geht es darum, wenn ein Herr einen Diener, einen Sklaven und einen Knecht hat, wie er damit umgehen soll. Wenn dein Bruder, ein Hebräer oder auch eine Hebräerin, sich dir verkauft, soll er dir 6 Jahre dienen. Heißt, wenn du einen Sklaven hast, wenn du einen Diener hast, der sich dir anbietet, dann soll er dir 6 Jahre dienen. Im 7. Jahr sollst du ihn als freien Mann entlassen. Hast du das gewusst? Wir haben manchmal ein bisschen so ein komisches Bild, was im Orient ein Sklave war. Und wenn wir an Sklaven denken, dann denken wir ans alte Ägypten oder wir denken an die Rudergaleeren oder wir denken an, neuerdings denken wir an, was da alles in Afrika und sonst irgendwo abgeht mit Sexsklaven und sonstigen Dingen. Aber Gott hat einen ganz anderen Umgang gewünscht. Ja? Er soll dir 6 Jahre dienen und im 7. Jahr sollst du deinen Diener, deinen Sklaven, deinen Knecht als freien Mann entlassen. Und wenn du ihn als freien Mann entlässt, dann sollst du ihn nicht mit leeren Händen gehen lassen. Wow, was ist denn das für ein Bild von einem Diener? Du sollst ihm von deinen Schafen und Ziegen,
von deiner Denne und von deinem Kelter, das ist der Wein, so viel mitgeben, wie er tragen kann. Und jetzt kommt die Begründung. Wie der Herr, dein Gott, dich gesegnet hat, so sollst du ihn bedenken. Denn denk dran, als du in Ägypten Sklave warst, hat der Herr, dein Gott, dich freigekauft. Darum verpflichte ich dich heute auf dieses Gebot. Das ist eine scharfe Sache. Gott sagt, schau mal, wenn jemand dir dient, wenn jemand dein Diener ist, dann soll er 6 Jahre dienen, aber du sollst ihn nicht mehr länger haben. Er soll dir nicht mehr länger dienen, sondern entlasse ihn im 7. Jahr, wohin er auch gehen will. Und entlasse ihn auf keinen Fall mit leeren Händen, sondern gib ihm alles mit, was er tragen kann. Und jetzt kommt die unglaublichste Geschichte. Und die kann uns jetzt den Blick zu einer richtigen und gesunden Dienerschaft eröffnen. Wenn er dir aber erklärt, der Diener, ich will nicht von dir freigelassen werden. Kannst du dir das vorstellen? Ich will nicht von dir freigelassen werden, denn er hat dich und deine Familie lieb gewonnen, weil es ihm bei dir gut ging. Es gibt Leute im biblischen Verständnis, Diener, die in die Freiheit entlassen werden und die sagen, hey, mein Meister, mein Chef, mein Auftraggeber, ich will nicht von dir gehen, weil ich dich lieb gewonnen habe. Ich habe dich und deine Familie lieb gewonnen, deswegen will ich dein Diener bleiben. Alles klar, das musst du zum größten Zusammenhang denken. Ich will dir freiwillig und gerne und obwohl ich gehen könnte, ich müsste dir nicht dienen, ich kann von dir noch jede Menge Dinge kriegen, könnte abhauen, kann mein eigenes Leben angehen, aber ich möchte bei dir bleiben, Gott letztlich, weil ich dich, deine Familie, lieb gewonnen habe und weil es mir bei dir gut geht. Und jetzt kommt eine echt nette Story, wie es dann weitergeht. Und wenn dir so ein Doulos dir das sagt, ja, gut aufpassen, vor allem alle Mädels aufpassen, so nimm einen Pfriem, also was ein Pfriem ist, ein Pfriem ist so ein Nagel. So nimm einen Pfriem, halt das Ohr von dem Typen an die Türe, nimm den Pfriem, setz den rauf an sein Ohrläppchen und hau voll drauf. Das ist genau das, was heute ganz viele machen. Ja? Das nennt man Ohrringelstechen, glaube ich. Ja? So, nimm einen Pfriem und stich durch sein Ohr an die Türe. Dann ist er als dein Sklave für immer bei dir. Und bei einer Sklavin sollst du es genauso machen. Also, die Message ist, wenn du freiwillig sagst, ich möchte freiwillig, obwohl ich gehen könnte, obwohl ich Anspruch habe auf all Mögliches, ich möchte freiwillig in der Familie Gottes bleiben, ich möchte freiwillig Gott dienen, dann nimm dein Ohr, geh zur Türe hin und sag, Gott, hau drauf und mach mir einen Flinserl. Und wenn du so einen Flinserl oder irgend so ein Ding hast, was ich, wie man das nennt, ja, dann ist es das Zeichen, dass es dir bei deinem Meister gut geht. Weißt du, wie das damals war? Damals sind die Sklaven, die so einen Pfriem dann durchgehabt haben, dann hat ihr Ohr geblutet und sie haben ein Loch drinnen gehabt und das Blut ist rausgeronnen und sie sind auf den Markt gegangen, damit jeder sieht, dass es aus ihrem Ohrläppchen rausblutet und dass sie ein Loch drinnen hat. Und weißt du, was sich alle anderen gedacht haben, die dort waren? Egal, ob sie Freie waren oder Sklaven haben, die haben sich gedacht, wow, dem muss es gut gehen. So einen Herrn hätte ich auch gern, dass er freiwillig dort bleibt und dient. Und das ist dein Schlüssel. Das ist der Schlüssel. We love to serve you. Mein Ziel ist es, eines Tages, noch bin ich nicht so weit, aber eines Tages möchte ich stolz am Roberti-Kiertag gehen mit einem Ohr, wo ein Pfriem drinnen ist und wo alle Leute sagen, wow, ja, der könnte sich ein ganz gemütliches Leben machen, der könnte mit seiner Kohle was weiß ich was alles tun, der könnte Bootel fahren in Kroatien und jeden Tag Tintenfische essen, ja, und er tut es nicht, sondern er bleibt freiwillig bei seinem Herrn, bei seinem Gott, weil es ihn anscheinend dort
noch besser geht als jedes Bootelfahren, jedes Tintenfischessen, jedes Muschelsammeln und jedes, was es ich was, tut. Drum bleibt er freiwillig dort bei seinem Herrn. We love to serve you. Ich möchte euch ein paar schlechte Antworten geben zur Dienerschaft und ein paar gute Antworten. Schlechte Antworten auf Dienerschaft sind: ich bin immer der Letzte, ich muss immer alles zusammenräumen. Ein schlechtes Wort ist: meine Frau, mein Mann will, dass ich ihn oder sie von vorne bis hinten bediene. Weil ich nichts kann, mache ich niedrige Dienste. Das sind die schlechten Worte zur Dienerschaft und zu dienen. Gute Worte zur Dienerschaft und zu dienen sind: ich habe so viel bekommen, ich will meinen Freunden, ich will der Gesellschaft etwas zurückgeben und ihr dienen. Das sind gute Worte zur Dienerschaft. Oder: ich habe Talente und Fertigkeiten und Fähigkeiten und möchte diese einbauen im Reich Gottes und möchte damit Reich Gottes Kultur aufbauen. Oder gute Antworten sind: ich arbeite in einem christlichen Dienst, in einem Ministry mit und investiere mich dort hinein. Eine super Antwort ist: ich investiere mich bewusst in meine Kinder hinein. Ich investiere mich bewusst in die nächste Generation hinein. Churchill hat übrigens gesagt, es ist leichter, eine Nation zu regieren, als 4 Kinder aufzuziehen. Stimmt das, Eva? Also 3, okay. Lena, stimmt das? Es ist leichter, eine Nation zu regieren oder 4 Kinder aufzuziehen? Okay. Wir werden mal mit dem Kurz reden, Sebastian Kurz, oder mit der Merkel, ob die Lena Kurz übernehmen kann, damit sie das bestätigen kann. Das sind die guten Antworten zur Dienerschaft. Und wir schauen uns jetzt zum Abschluss rapid 5 Punkte an. Bitte schalte weiter. Rapid 5 Punkte an für gesundes Dienen. Erster Punkt ist, mach gleich den ersten: lebe achtsam. Damit du ein guter Diener bist, damit du so ein Dullus wirst, damit du so ein Typ wirst mit einem Pfriem im Ohr drinnen, wo es herausblutet, musst du achtsam leben. Du musst eine gewisse Antenne haben und mitchecken, was geht denn überhaupt ab? Wo bin ich denn gefragt? Wo ist denn eine Not? Zweiter Punkt: übe dich in Einfühlsamkeit. Du kannst als Diener auch ganz schön viel zusammenhauen. Ja? Wenn du als Diener, als Elefant im Porzellanladen bist, geht ganz schön viel schief. Schau mal, wem bietest du denn wie deine Hilfe an? Was machst du denn im Verborgenen? Was machst du sichtbar? Wie stellst du jemanden bloß? Oder wie gibst du jemanden Identität? Übe dich in Einfühlsamkeit. Dritter Punkt: finde kreative Wege. Wie ich vorher schon gesagt habe, es ist super, einer alten Frau über die Straße zu helfen. Fantastisch, ja? Aber vielleicht gibt es heute ganz andere Wege, ganz andere Herausforderungen und ganz andere Nöte, wo du Menschen dienen kannst und ihnen helfen kannst. Streng deinen Kopf an und finde Ideen und Lösungen dazu. Nächster Punkt: spiele dich nicht in den Vordergrund. Du musst nicht alles, was du dienst, im Verborgenen machen, aber es gibt Menschen, die haben die Tendenz, ihre Dienerschaft so auszuleben, dass sie allen die Show rauben. Es gibt Menschen, die mit ihrer Dienerschaft eigentlich nichts anderes machen, als ihr eigenes Ego nach vorne zu schieben und zu zeigen, wie super, wie toll und wie gewaltig und was sie alles sind. Ja? Und eigentlich die Person, die die Hilfe und Unterstützung braucht, der eigentlich den Boden des Lebens zu nehmen. Und der letzte Punkt schließlich: bleibe am Weinstock. Jesus sagt: ich bin der Weinstock und du bist die Rebe. Und du kannst ganz vieles machen in deinem Leben und es wird möglicherweise wenig bis keine Frucht bringen. Wenn du aber als Traube am Weinstock dran bleibst, dann wirst du reichlich Frucht bringen. Bleibe am Weinstock und bleibe beim Herrn. Liebe Leute, mein Gebet ist für dich, für mich, für alle, die zuhören, dass wir uns auf den Weg machen, Dullus zu werden. Mein Gebet ist für mich und für euch alle, dass wir beginnen, zum Türstock zu gehen, dass wir unser Ohrläppchen ranziehen und sagen: Herr, bei dir geht's mir so gut, ich möchte freiwillig bei dir bleiben und dir dienen. Wenn du willst, mach die Augen zu, wir wollen kurz beten. Vater im Himmel,
letztlich ist bei dir der einzige Ort, wo es mir wirklich, wirklich bis ins Letzte gut geht. Letztlich ist bei dir der einzige Ort, der Bestand hat und der bestehen wird, bis in alle Ewigkeit. Jesus, überführe mich dort, wo ich Götzen diene, wo ich falschen Dinge diene, falschen Menschen diene, falschen Systemen diene. Gib mir Überführung und Erkenntnis, auszubrechen aus diesen Systemen und zu erkennen, wem ich mich freiwillig unterordne, zu wem mein Ohr ich hinhalte und zu wem ich sage, schlag dem Frieden in mein Ohr. Und Jesus, nicht nur als kleines Würstel, sondern mit ganz großer Freude will ich hinausgehen an den Marktplatz, dass die Menschen sehen, in meinem Loch ist ein Ohr. In meinem Ohr ist ein Loch und es rinnt raus. Und ich bin ein Dulos. Ich bin ein Diener des Höchsten. Ich bin ein Diener von dir. Jesus, lass uns alle in gesunder, hygienischer Dienerschaft wachsen. Auf das, wenn wir mal reden, wer der Größte von uns ist, wir sprechen, wer kann wie, wo und wann dienen. Das ist mein Gebet in Jesu Namen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Vater, wir sind hier, kommen wie wir sind. Sunday morning, dein Abenteuer mit Gott. Staunen wie ein Kind, alles in uns preist. Deine Gegenwart, die dein Wort verheißt, dem, der auf dich hat, in Wahrheit und im Geist. Und wir beten dich an. Unterwegs gesprochen. Sie schwiegen. Denn sie hatten unterwegs miteinander darüber gesprochen, wer von ihnen der Größte sei. Da setzte er sich, rief die 12 und sagte zu ihnen, wer der Erste sein will, soll der Letzte sein von allen und der Diener aller sein. Worüber habt ihr unterwegs gesprochen? Wer der Erste sein will, soll der Letzte sein und soll der Diener aller sein.
Schau mal in dein Herz rein. Wo gibt es noch Punkte in deinem Leben, wo dein großes Ziel war, gut dazustehen, der Erste sein zu wollen? Und versteck dich nicht dahinter, dass du eh der Zweite und der Dritte und der Fünfte sein wolltest. Wo sind so Situationen in deinem Leben, wo du beim Hochzeitsmahl versuchst, den besten Platz zu kriegen? Weil du glaubst, du brauchst diesen Platz, weil du glaubst, du musst der Erste sein. Schau mal, Jesus kommt und sagt, was ist das, was du eigentlich wirklich brauchst? Was ist eigentlich das, was wirklich deine Seele nährt? Brauchst du das wirklich, dass du dich groß machst? Brauchst du das wirklich, dass du glänzt? Oder braucht deine Seele eigentlich ganz was anderes? Suchst du nach Anerkennung, aber eigentlich brauchst du nur am Weinstock dran zu bleiben? Eigentlich brauchst du nur in ihm zu bleiben? Gott sieht alles. Augen auf oder zu, Licht an oder aus. Allein in deiner Kammer oder mitten am Roberti-Kirtag, am Oktoberfest. Gott sieht alles. Gott kennt dein Herz. Nimm jetzt dieses nächste Lied und denk mal drüber nach an Situationen, wo du der Erste, der Zweite, der Dritte oder der Fünfte sein wolltest. An Situationen, wo du im Hochzeitsmahl vorne sitzen wolltest, was du eigentlich wirklich gebraucht hast. Vielleicht ist es nur ein Gesehenwerden. Wir haben einen Gott, der alles sieht. Vielleicht ist es nur Anerkennung und Würde. Gott gibt dir alle Würde. Vielleicht ist es ein Vergleichen mit anderen. Gott sagt, du bist einzigartig, wunderbar gewoben im Schoß deiner Mutter. Was ist es? Denk darüber nach beim nächsten Lied. Dein Herz.
denn weder den einen hassen und den anderen lieben, oder wir zu dem einen halten und den anderen verachten. Wem dienst du? Dienst du gesund und hygienisch? Oder ist in Wirklichkeit umgekehrt und du dienst deinem Auto, deinem Konto, deinem Handy, deinem MacBook, deinem intellektuellen Image, deinem Wissen, deinem Können? Niemand kann zwei Herren dienen. Er wird weder den einen hassen und den anderen lieben. Oder wird zu den einen halten und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und den Mammon. Es steht geschrieben, vor dem Herrn, deinem Gott, sollst du dich niederwerfen und ihm allein dienen. Steht geschrieben, vor dem Herrn, deinem Gott, sollst du dich niederwerfen und ihm allein dienen. Wow. Jesus, ich will ganz neu dieses Commitment machen in meinem Herzen, mich niederzuwerfen vor dir und dir zu dienen. Ich habe trotzdem mein Bankkonto und trotzdem mein Handy und trotzdem mein Auto. Und trotzdem alles, aber all das muss mir dienen und nicht ich ihm. All das muss mir dienen und nicht ich ihm. Steht geschrieben vor dem Herrn, deinem Gott sollst du dich niederwerfen und ihm allein dienen. Wie der Menschensohn nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Wie der Menschensohn nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Herr, so will ich dienen und will all meine Dinge in meinem Leben in die richtige Ordnung bringen. Sein. Wenn einer mir dienen will, sagt Jesus, da folge er mir nach. Und wo ich bin, dort wird auch mein Diener sein. Denn wo ich bin, dort wird auch mein Diener sein. Herr, ich will bei dir sein. Ich will in den Himmeln sein. Meine Zukunft sind die Himmel. Denn wo ich bin, dort wird auch mein Diener sein. Und wenn einer mir dient, wird der Vater ihn ehren. Wenn einer mir dient, wird der Vater ihm ehren. Das soll meine Berufung sein. Mein ganzes Leben.
geschenkt hast heute an diesem Vormittag, für alles, was du tust in unserer Mitte. Danke, dass du ein Gott bist, der es liebt, unsere Gebete zu erhören. Geben dir den Lobpreis. Amen. Das war der 66. Sunday Morning. Sunday Morning. Worship, Prayer und Preach. Kinderkirche und Babylounge. Jeden Sonntag um 10.30 Uhr in der Home Mission Base Salzburg. Sei dabei!